So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und gleich ist es 15 Uhr und ich hatte es ja schon angekündigt, wenn Adi nicht immer so über den Tisch rennen würde. 15 Uhr soll auf dem offiziellen Pokémon GO Kanal was Neues angekündigt werden. Ihr seht auch hier Premiere am 7.11.2019, 15 Uhr, wenn wir da mal drauf drücken. Seht ihr Premiere in 60 Sekunden. Es muss also irgendwas sein, was mit Team Rocket zu tun hat. Angeblich wurden ja die drei Bosse sozusagen wurden ja schon released in bestimmten Teilen der Erde, London und ein paar Städte in den USA. Kann natürlich sein, dass sie jetzt ankündigen, dass das dann weltweit verfügbar ist, dass ihr also weltweit diese Bosse herausfordern könnt, diese Teile sammeln könnt und dann eben auf Suche nach den Krypto-Shinies gehen könnt. Kann aber auch sein, dass es was viel Größeres ist und Giovanni damit zu tun hat, Giovanni ins Spiel kommt und ihr also auch Giovanni dann besiegen könnt und legendäre Shinies, legendäre Krypto-Pokémon bekommen könnt, wie Lugia zum Beispiel. Das ist das einzigste Beispiel, was immer genannt wird. Auf jeden Fall, ihr seht, der Chat rastet komplett aus. 5800 Leute im Top-Chat, alle warten. Hier ist auch volle Pulle, volle Lautstärke da. Alle warten drauf, dass es losgeht. Premiere startet gleich, 7. November, 15 Uhr. Ich hoffe, ihr sitzt gerade alle live zu Hause und guckt das gerade an. Obwohl, das Video kommt ja dann erst wieder in 100 Jahren. Ihr seht, es werden immer mehr, schon 6661 Leute. Alle rasten aus, alle schreiben und wir sind gespannt. Nur noch wenige Sekunden, ich höre, die Glocke draußen bimmelt. Es ist 15 Uhr. Premiere startet gleich, immer noch. Ist es Giovanni? Sind es legendäre Krypto-Pokémon? Oder ist es einfach nur, dass weltweit die Bosse verfügbar sind? Das kann es natürlich auch sein. Beim letzten Mal, als so ein Countdown gemacht wurde, hieß es nur, dass eine Stunde lang dann überall Rocketstops sind und das war's. Und alle waren enttäuscht und haben gedacht, was? Wir wollten was richtig Fettes, keine Ahnung. Fail, was geht? Spezialforschung, bam. Jetzt lädt's, jetzt passiert also was. 8400 Leute. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich diesen Countdown noch abwarten, bevor es dann losgeht. Okay. Ihr seht diese rote Anzeige, die füllt sich immer, dann ist sie nicht mehr ganz voll, dann füllt sie sich wieder. Dann machen wir es mal noch ein Stück leiser. Wir gehen nochmal auf den Live-Chat. Lol. 10.287 Leute jetzt im Live-Chat. Yes, yeah, yeah, überall, New Digimon, yes. Also sich den Live-Chat durchzulesen ist sowieso immer das Lustigste, was es gibt. New Special Research, das ist natürlich auch möglich. Es sollte eine Spezialforschung kommen mit Team Go Rocket, wo man eben spezielle Aufgaben hat und wo auch wahrscheinlich Giovanni eine Rolle spielt. Shiny, Shadow, Legendary. Here we go, open your games, new mission, 1 Minute Hype, yeah, let's go. Kein Deutscher hier? Doch, natürlich. Das kann natürlich auch sein, aber ich möchte jetzt nicht ins Spiel gehen und gucken, ob da eine neue Spezialforschung drin ist. Bam, 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 bam. Da kommt man überhaupt nicht hinterher mit dem Lesen, aber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1 und 13.188 Leute. Es werden die Team Go Rocket Lieder vorgestellt. Cliff. Arlo. Ist das ein Mann oder ist das eine Frau? Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich ein Mann, sieht aber trotzdem komisch aus. Gibt ja nur eine Frau. Und natürlich Sierra. Sierra Kid, ihr wisst Bescheid. Der Rapper, die Rapperin. und Giovanni. Jetzt ist es, glaube ich, vorbei. Das war 16.034 Leute. Da stand auch da, Trainer geht los, findet und bekämpft Giovanni. Die Premiere ist, denke ich mal, jetzt zu Ende. Neue Spezialforschung ist schon online. Awesome, alle rasten aus. Oh mein Gott, it's Giovanni, Sierra, boom. Und jetzt gucken wir mal kurz, wir schließen das mal. Wir gehen mal ins Spiel und gucken mal, was da los ist, ob da wirklich eine Spezialforschung da ist. Und ja, wenn, dann müsste ich hier ausmachen. Müsste dann mal loslegen und auf Spezialforschungsjagd gehen. Bruder, heftige Sache auf jeden Fall. 15 Uhr an einem, was ist heute? Donnerstag. Donnerstag 15 Uhr eine Spezialforschung. Richtig komische Zeit, aber die machen schon irgendwas. Wir gucken jetzt mal ins Spiel, ob da schon was dasteht. Es lädt nicht. Warum lädt's nicht? Ich glaube wahrscheinlich, jetzt kackt wieder alles ab. Aber eigentlich ist es bestimmt nur Kabel Deutschland wieder, weil ich über WLAN nur drin bin. Mit den mobilen Daten wäre das wahrscheinlich besser gegangen. Kabel Deutschland macht einem da immer einen Strich durch die Rechnung. Und wir drücken hier drauf und wir sehen, wir stehen im Nichts. Wir sehen, wir stehen zu Hause. Wir drücken hier drauf. Und danke für deine Hilfe beim erfolgreichen Kampf gegen die Rüpel von Team Go Rocket, ajvarscharf. Die Teamleiter und ich haben Team Go Rocket beobachtet und dabei das Gefühl bekommen, dass die Sache noch nicht ganz vorbei ist. Die Übermittlung, die während der Team Go Rocket Übernahme gesandt wurden, erhielt am Ende eine Nachricht von einem unbekannten Absender. Boah, was lese ich gerade für ein Mist zusammen? Egal, wir brauchen so viel Hilfe wie möglich. Traineraufgaben, kannst du uns helfen, dieses Rätsel zu lösen. Verschiedene, drehe 10 Pokestops, besiege 3 Team Go Rocket Rüpel, fange ein Krypto-Pokémon. Also wirklich eine neue Spezialforschung ist da. Da werden wir dann losgehen, die neue Spezialforschung machen. Und ich komme wieder nicht dazu, meine anderen Videos alle hochzuladen, weil immer zu was anderes ist. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns in der Spezialforschung. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.